Sie sind Landschaftspfleger, produzieren unverwechselbare Lebensmittel, sind Werbeträger für das Land und stehen für Tradition und Brauchtum ein. Was die über 6000 Südtiroler Bergbauern leisten, verdient allergrößten Respekt und Anerkennung. Wer Bergbauern einmal bei ihrer tagtäglichen Arbeit gesehen hat, wird verstehen, warum sie in der Bevölkerung größte Sympathie genießen. Denn die Bewirtschaftung eines Bergbauernhofes ist kein Kinderspiel. Der Arbeitstag beginnt früh und endet spät. Auf den steilen Wiesen ist jede noch so kleine Arbeit um ein Vielfaches beschwerlicher als im Tal. Urlaub ist für die meisten ein Fremdwort. Trotzdem reicht das Einkommen aus der Landwirtschaft kaum zum Überleben. Ein Zuerwerb ist fast immer ein Muss. Was Bergbauern auszeichnet, ist die starke Verbundenheit mit dem Erbe der Vorfahren. Die gesunde Portion Eigensinn, Mut, Fleiß und Zufriedenheit mit dem, was man hat. Für die mustergültige Führung ihres Bergbauernhofes haben drei Familien, stellvertretend für die über 6000 Bergbauernfamilien, den Bergbauernpreis 2013 des Südtiroler Bauernbundes erhalten. Sie kümmert sich liebevoll um die Familie, pflegt Haus, Hof und Garten, hilft bei der Arbeit auf den Wiesen und im Stall mit und betreut die Gäste am Hof. Die Bäuerin ist das Herz eines Hofes. Das gilt auch für Margarete Klotz auf dem Stuberhof in Pawiegel, oberhalb von Lana. Sie ist mit Leib und Seele Bäuerin. Ich bin auf den Bauern auf und da lagen mir die kleinen Augen mithelfen und dann habe ich halt auch gesagt, als Kind hat man sich halt auch oft daran gedacht, müssen wir halt mal arbeiten und Bauer mag ich halt kommen. Und jetzt bin ich halt echt zu einem Bauer gekommen und mir macht es eigentlich ganz Spaß da. Die Bewirtschaftung des Stuberhofes, der 106 Erschwernispunkte in der Höfekartei aufweist, erfordert viel Fleiß und harte Arbeit. Obwohl der Hof gut mechanisiert ist, die knapp 8 Hektar Wiesen laufend verbessert wurden und nun mit Feldwegen erschlossen sind, ist noch immer viel Handarbeit nötig. Ohne den Einsatz der ganzen Familie wäre die Bewirtschaftung daher undenkbar. Wir haben auch wahnsinnig viele Bodenmelioration gemacht, dass das zustande gekommen ist. Wir haben entwässert, wir haben planiert, um eben, dass man maschinell arbeiten kann. Und wie gesagt, 83 haben wir 1983, weil die Straße gekommen ist, haben wir noch einen ersten Ladewagen gerichtet. Und von der Stunde an ist es bedeutend leichter gegangen. Viel Zeit und Geld hat Josef Klotz in den Bau des Wirtschaftsgebäudes und des Wohnhauses investiert. Mit dem Urlaub auf dem Bauernhof hat sich die Familie zudem ein zweites Standbein für den mustergültig bewirtschafteten Hof geschaffen, das es ermöglicht, den Hof im Vollerwerb zu führen. 2003 haben wir mal beim Wohnhaus angefangen. 2003 haben wir das noch abgerissen und haben es neu aufgebaut. Und da haben wir schon aufgrund der finanziellen Lage haben wir uns gedacht, wenn wir was tun, nachher machen wir frisch Ferienwohnungen, dass man das auch im Nachhinein leichter ausholen kann. Und 2005 im August sind die ersten Gäste in die Wohnungen eingezogen. Wie auf vielen Höfen ist auch auf dem Stuberhof der Urlaub auf dem Bauernhof die Aufgabe der Bäuerin. Das wissen die Gäste zu schätzen. Ja, wir wollten gerne Urlaub auf dem Bauernhof machen, weil unsere Kinder kennenlernen sollten, wie Lebensmittel produziert werden, wie Milch entsteht, wer die Eier legt, wo das Mehl herkommt, wo das Heu gemacht wird. Und deswegen haben wir uns entschieden, auf den Bauernhof zu fahren. Und hier können sie letztendlich alles mitmachen, miterleben. Die Bäuerin stellt ja auch eigene Marmelade her, eigenen Saft. Der Speck wird hier produziert. Die Kinder können im Stall zuschauen und mithelfen. Jeden Morgen trinken wir frische Milch, die ganz lecker und sahnig ist. Und das hat uns halt motiviert, herzufahren.
Eine gute Aus- und Weiterbildung ist heute Voraussetzung, um einen Bergbauernhof erfolgreich zu bewirtschaften. Sohn Thomas hat daher die Fachschule besucht. Ich bin in Finchgau im Fürstenbuch gegangen, jetzt 3 Jahre, und habe zusammen viele Sachen gelernt, die was mir da auf dem Hof nützlich sein, aber kaufen habe ich schon gewusst für den Tata. Und jetzt ist da mir sehr viele praktische Sachen, zum Beispiel Milchverarbeitung oder Fleischverarbeitung, alles gemacht. Und dann ist ganz bärige Schule, wenn man einen Haufen lernt. Etwa 17 Kühe, 5 Jungrinder und Kälber der Grauviehrasse werden am Hof gehalten. Die Milchwirtschaft ist die wichtigste Einkommensquelle. Die Milch wird täglich an den Milchhof Mila geliefert. Der ganze Stolz von Josef Klotz ist aber der Zuchtstier des Grauviehzuchtvereins Pawiegel. Die Stierhaltung hat auf dem Hof Tradition. Bereits bei Vater Matthias stand ein Stier im Stall. Tradition hat auch die Brotherstellung. Früher wurde das Roggenbrot gemeinsam am Nachbarhof gebacken. Heute werden die Roggenbrote im eigenen Holzofen nach alten Rezepten gebacken. Auch das Brotbacken ist, wie so vieles am Hof, Familienarbeit und immer ein ganz besonderes Erlebnis. Einen besonderen Stellenwert hat das Ehrenamt. Vor allem Josef Klotz kann auf eine lange Liste von Tätigkeiten zurückblicken. So war er unter anderem 10 Jahre im Vorstand der Mila, ist seit 32 Jahren in der Feuerwehr, seit 25 Jahren Stierhalter und seit 10 Jahren Obmann des Grauviehzuchtvereins. Seit nunmehr 15 Jahren steht Josef an der Spitze der Alminteressenschaft. Ja, wir befinden uns da auf der Bärenbadalm. Ist auf 1700 Meter. Da sind unsere 11 Bauern miteinander. Das ist eine Gemeinschaftshalm. Wir haben ungefähr 50, 55 Stück Vieh da. Alles Galtvieh. Zurzeit haben wir noch ein Weiterverbesserungsprojekt laufen. Da tun wir entsteinigen, entrumpeln, Baum entfernen, um eine bessere Wart zu kriegen. Besonders in der kalten Jahreszeit ist Josef Klotz viel im Wald unterwegs. Das Holz ist ein willkommener Zuerwerb. Ja, der Wald ist vom Bauer sicherlich die sicherste Sparkasse, was er hat. In den Wald gehe ich fast jedes Jahr im Winter. Irgendein anfallender Baum sein Alben. Wenn ich jetzt irgendwas im Bau habe oder etwas, dann gehe, muss ich mehr Holz aussortieren für den Wald. Und sonst tut man halt das Schotholz, was alle Jahre unfällt, tut man halt aus und verwerten wir es je nach Qualität. An Ideen und Projekten für die Zukunft fehlt es nie. Was sich Josef in den Kopf gesetzt hat, wird umgesetzt. Aufgrund der energetischen Sanierung würde ich jetzt gern im einen Stock 2 Ferienwohnungen reinmachen und einen weiteren Stock drauf ein, dann wäre eine konventionierte Wohnung. Und da werde ich noch wahrscheinlich einen Sohn einlassen. Die mustergültige Führung des Hofes, der Einsatz für die Allgemeinheit, aber auch seine Begeisterung für die Berglandwirtschaft, die Josef und Margarete den Kindern Lukas, Thomas, Elias und Jonas weitergegeben haben, sind einige der Gründe, die Familie mit dem Bergbauernpreis 2013 auszuzeichnen. Höchstgelegenen Weiler Ennebergs in Frena liegt auf 1550 Metern Meereshöhe der Hof Taibun von Silvester und Angelika Elekoster. Zum Bergbauernhof gehören 4 Hektar Wiesen.
Früher war der Hof größer, bis er Mitte des 18. Jahrhunderts in 4 Teile geteilt wurde. Erschwerend für das Bewirtschaften kommt hinzu, dass die 4 Hektar Wiesen auf viele Grundparzellen verteilt sind und sich die Pachtwiesen einige Kilometer vom Hof entfernt befinden. In 4 Hektar Eigentum sind 16 Parzellen. Und früher war es so, das haben sie so aufgeteilt, dass wenn eine Mure angegangen ist, haben alle getroffen, nicht gleich einen Bauer. Und deswegen sind die vielen Parzellen. Und auszutauschen ist es schwierig, weil es sind schöne Flächen und wieder ganz steile Wiesen. Und das einer leider steile Wiese kriegt und der andere schöne ist einfach. Und dann ist es so geblieben. Das Leben am Taibun war nie einfach und hat den Bauern immer viel abverlangt, erinnert sich Silvester Elekoster. Ja, früher haben wir gemäß alles mit der Hand ziehen. Es waren schon vielleicht Wege, aber ganz schmale Wege, dass mit dem Ross hinkommen sein. Oder. Zusammen haben wir alles mit der Sense gemacht und mit der Kraxe das Haini getragen. Und im Frühjahr das Mist auch mit dem Korb getragen. Nicht überall, aber auf die steilen Wiesen. Und ist nicht mit dem Korb eingetragen. Vom Einkommen aus dem Milchverkauf alleine kann die Familie nicht leben. Daher sind auch die Elekosters auf einen Nebenerwerb angewiesen und auf eine Förderung. Sie ist als Ausgleich für die schwierigen Arbeitsbedingungen am Berg zu verstehen. Die Jungen, die müssen heutzutage arbeiten gehen, weil sonst wäre es nicht möglich, so einen Bauernhof auf dem Berg zu bewirtschaften. Und ohne Förderungen auf die Landwirtschaft, Berglandwirtschaft, fast nie möglich wäre. Aber mit viel Liebe zur Heimat, zur Natur, geht es halt hier auf dem Berg zu bleiben. Und ich hoffe, dass die Jungen auch so bleiben. Die Freude an der Berglandwirtschaft hat Silvester Elekoster seinen Söhnen weitergegeben. Wann immer es ihre Zeit erlaubt, helfen Christian, Simon und Andreas am Hof mit. Ohne diesen engen Familienzusammenhalt wäre ein Bergbauernhof wie der Hof Taibun kaum zu bewirtschaften. Das weiß auch Simon, der den Hof übernehmen wird. Man muss einmal mit der Lage das Beste daraus machen und nicht zu negativ schauen. Man hat etwas und ja, mit das habe ich halt erfreut. Ideen hätte ich mal noch eine Menge. Halt, ja, Haus ist sowieso jetzt das Nächste, dass einmal in Garten etwas zu tun und separate Tankstelle zu richten und so weiter. Ja, das Ziel ist sein noch allerhand. Es geht nicht alles auf einmal, aber alles schön hintereinander und nachher müssen wir schon gehen. Nicht? Das Wirtschaftsgebäude wurde 2012 vergrößert. Zudem hat Silvester Elekoster in einen Heukran investiert. Maschinen und Geräte sind nötig, um Handarbeit und damit Zeit zu sparen. Und das ist für einen Nebenerwerbsbetrieb unerlässlich. Auch wenn Familie Elekoster auf einen Zuerwerb angewiesen ist, ist die Milchwirtschaft noch immer das Haupteinkommen am Hof. Etwa 7 Kühe sowie 3 Kälber stehen im Stall. Die Milch wird an den Milchhof nach Bruneck geliefert. Neben den Rindern werden noch 2 Schweine gehalten. Den Speck macht Silvester Elekoster selbst. Zum Reifen bringt er ihn auf den Dachboden und später in den Keller. Wir machen es heutzutage gleich mehr. Den Speck machen wir selber. Früher haben wir es pro Tag gemacht, aber heutzutage zahlt es sich nicht mehr aus. Das zu machen, aber einen Speck machen wir und Würste, das machen wir selber. Ich halte immer jedes Jahr 2 Schweine und die schlage ich nachher und mache einen Speck und Würste für den Sommer. Wie wichtig es war, Bergbauernhöfe zu erschließen, zeigt sich am Taibun. Früher hieß es, zu Fuß zu gehen oder sich im Winter auf die Rodel zu setzen, erinnert sich Silvester Elekoster.
Die gut ausgebaute Straße zum Hof erleichtert heute das Leben und Arbeiten. Ohne Zufahrtsstraße wäre die Zukunft des Hofes fraglich. Erstmals seit mehr als 40 Jahren arbeitet Silvester Elekoster nicht mehr beim Skilift. Der Winter ist nun auch am Taibun die ruhigste Zeit im Jahr. Als kleiner Bergbau muss man einen Nebenerwerb haben. Und dann bin ich einmal bei den Liften gegangen im Winter. Dann war schon ein bisschen anstrengende Zeit, aber es ist normal im Winter. Jetzt ist es schon ein bisschen ruhigere Zeit im Winter. Das gilt auch für Bäuerin Angelika. Sie weiß das oft einfache, dafür aber umso schönere Leben am Bergbauernhof zu schätzen und würde mit niemandem tauschen. Ich liebe die freie Natur und das freie zu arbeiten. Das hat mir einfach schon von Kind auf gut gefallen und ja, ich bin schon gewöhnt dazu. Ich habe mir nicht etwas anderes vorgestellt, ehrlich zu sein. Ja. Wir schaffen jetzt ganz gut und es geht eins gut. Obwohl die Bewirtschaftung eines Bergbauernhofes nur wenig Freizeit lässt, ist die Familie Elekoster im Enneberger Dorfleben aktiv. Die Söhne Simon und Andreas sind in der Musikkapelle. Christian zusätzlich als Chorleiter tätig. Silvester Elekoster ist seit vielen Jahren Kommandant der Schützenkompanie Enneberg und Initiator eines Buches über die Geschichte der Standschützen des Ortes. Ich war Gründungsmitglied der Bauernjugend in Enneberg, seit über 40 Jahren her. Und bei dem Viehversicherungsverein bin ich immer noch im Ausschuss. Und so war ich auch mehrere Jahre lang als Schätzmann tätig. Ich war bei allen Interessenschaften von Jodera im Ausschuss. Und bei der Fraktion Oberenneberg war ich auch im Ausschuss und habe auch die Kasse inne. Und so machen wir es halt weiter und schauen mal zusammenzuhalten und das Dorfleben weiterzubringen. Und es ist sehr interessant und auch manchmal auch schön. Fleiß und Bescheidenheit, ein starker familiärer Zusammenhalt sowie der Einsatz für Tradition und Brauchtum zeichnen die Familie aus. Dafür haben sie den Bergbauernpreis 2013 erhalten. Die dritte Bergbauernpreisfamilie kommt aus Tartsch in der Gemeinde Mals. Auf 1600 Metern Meereshöhe liegt der Hof Gemassen von Wolfgang und Rita Telser. Der Hof ist ein Nebenerwerbsbetrieb. Mit dem Einkommen aus der Landwirtschaft alleine könnte die Familie kaum leben. Daher arbeitet Wolfgang Telser als selbstständiger Waldarbeiter für verschiedene Fraktionsverwaltungen. Ja, wir sind jetzt mehr als 20 Jahre in dem Geschäft. Und die Arbeit übernehmen wir eigentlich für Fraktionen. Weil Privatwälder gibt es bei uns eigentlich fast keine. Es sind ein paar Anzahlen, aber es ist minimal. Und dann wird eigentlich alles mit der Fraktion abgewickelt. Und da werden wir beauftragt. Wir brauchen einfach ein bisschen Arbeit, brauchen wir den ganzen Winter, wenn ein paar Leute sind. Es sind drei, vier Leute, sind halt umgestellt. Einen vorwiegend Bauern. Und die haben uns eigentlich sicher so einen Nebenerwerb schaffen so mit den Dingen. Und da kommen eigentlich ganz gut klar, weil eigentlich alle ein gutes Verhältnis zum Wald haben. Und das ist einfach wichtig. Nicht? In den letzten Jahren hat Wolfgang viel in neue Maschinen und Geräte investiert. Das erleichtert die schwierige Arbeit. Man kann im Wald schon arbeiten.
Jungwald und so weiter ein bisschen achten und einfach leichter vielleicht und ein bisschen schneller. Schnell genug ging es nie, aber ich glaube, da werden es auch Grenzen geben von uns. Nein, es passt schon so. Die Arbeit im Wald ist gefährlich. Daher legt Wolfgang großen Wert auf die Arbeitssicherheit. Moderne Maschinen und eine gute Aus- und Weiterbildung tragen dazu bei, die Arbeit sicherer zu machen. Aber die Sicherheit ist schon das Wichtigste, was wir eigentlich beachten müssen. Nicht, weil wenn wir alle wieder gesund heimkommen, das war das Wichtigste und eigentlich das, was sein sollte. Im Sommer hat der Hof Priorität. Wenn die Heuernte ansteht, hilft die ganze Familie wie selbstverständlich mit. Ja, unerlässlich eigentlich im Bauern, auf dem überhaupt bei uns da, wenn es viel steiler ist und es arbeitsintensiv ist und auch, wenn man ein bisschen Nebenerwerb nachgehen muss, dann ist das einfach, das nicht denkbar eigentlich, wenn nicht alle ein bisschen zusammenhelfen. Da ist eigentlich der Sohn, die Freundin und schon die Tochter, der Mann und alle helfen eigentlich. Und es ist einfach auch fein, wenn man miteinander etwas machen kann. Und Arbeit ist man alle mit und ich glaube, das ist wichtig einfach, wenn wir etwas geschaffen haben, oder? Wenn es oft darum auch finanziell vielleicht nicht so ein Ding ist. 7,5 Hektar Wiesen werden zweimal im Jahr gemäht, 3 Hektar Wiesen einmal. Fast überall können mittlerweile Maschinen eingesetzt werden. Sorgen bereitet Wolfgang und Rita Telser die Wasserversorgung. Früher war sogar das Trinkwasser knapp. Heute fehlt das Wasser in der Landwirtschaft. Um die Wasserversorgung zu verbessern, ist ein Beregnungsprojekt in Planung. Na, ich sehe das eigentlich so in die Quellen. So vor 30, 40 Jahren, wo er noch halbwegs eine Quelle gewesen ist. Und da ist einfach das Lahr und der Druck. Nicht? Und weil wir eigentlich abhängig sind von Wasser, ist das eigentlich ganz eine logische Schlussfolgerung, dass es eigentlich weniger wächst. Nicht? Weil, wie weiß, der Vater hat allen erzählt, oder eigentlich auch meine Oma, wenn sie um die Galerien baut, oder eigentlich da von Ding. Wenn sie um gesprengt, haben sie von einem Tag auf den anderen, und die hat kein Wasser, kein Trinkwasser nicht mehr gehabt. Nicht? Sie müssen mit den Banzen und sie müssen das Wasser für die Kirche tun. Und ich glaube, da wird sich halt auch, ist einfach flach. Ist da irgendwie, dass die Quellen einfach zurückgehen, weil einfach weniger Niederschläge sein, ganz klar. Vielleicht werden wir frisch, kann auch sein, aber da werden auch viele Faktoren werden da rausspielen. Früher wurden am Hof Braunvieh und später schwarzbunte Rinder gehalten. Aufgrund der Trockenheit und der damit verbundenen geringeren Heuernten haben Wolfgang und Rita den Stall auf Grauvieh umgestellt. 2003 hat es angefangen zu trocken werden, darum haben wir nicht viel Heu dazu gehabt, weil wir einmal so zwischen 12 und 15 Kühe gehabt und dann 10 Jungrinder noch. Und Milch ist schon gewesen, aber die haben viel Kraftfutter gebraucht und wir haben ganz viel Heu mit dazu gekauft. Und dann haben wir eben nach 2009 haben wir noch auf Grauvieh, weil die können wir im Frühjahr rausjagen, da aus dem Hof, auf der Weide. Und bis ungefähr 3 Monate sind sie draußen oder 2,5, je nachdem, bis wir den zweiten Schnitt hin haben. Und dann gehen sie da in die Wiesen, bis es noch kalt wird, bis vor Allerheiligen, je nach Witterung. Und im Winter sind sie im Stall und die Grauen sind einfach widerstandsfähiger oder halt, die kennen wir aus. Die Schwarzbunten kennen wir, ich kenne außer den Hof aus, denn die haben wir gleich in die Wiesen da lassen und das ist einfach nicht gegangen. Zweimal am Tag werden die Kühe gemolken. Die Stallarbeit beginnt für Wolfgang und Rita um 4:30 in der Früh. Am Abend helfen oft die Söhne Stefan und Daniel mit. Neben der Milchwirtschaft und der Waldbewirtschaftung sichert der Urlaub auf dem Bauernhof der Familie ein zusätzliches Einkommen. Wir haben schon Stammgäste da, aber die letzte Zeit kommen nicht mehr so viel, so langfristig, eher kurzfristig. Auslastung voriges Jahr ist ganz gut gegangen. Es ist nicht jedes Jahr gleich. Heuer ist früher eher schlechter gewesen. Aber jetzt
Ja, seit Mitte Juni sind wir ganz gut ausgelastet. Wir sind schon zufrieden. Das Hauptding mache schon ich, aber alle müssen ein bisschen mithelfen. Die Gäste buchen und E-Mails schreiben, zurück und Ding, das mache schon ich. Wolfgang und Rita Telser sowie die Kinder Manuela, Stefan, Daniel und Simone mit ihren Partnern scheuen keine Mühen, um den Bergbauernhof weiterzuführen. Damit leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Lebensmittelversorgung und zum Erhalt der einzigartigen Südtiroler Natur- und Kulturlandschaft. Auch dafür wird die Familie Telser mit dem Bergbauernpreis 2013 ausgezeichnet.